Ja, hallo, einen wunderschönen guten Mittag an alle, die sich dazugeschaltet haben zu uns. Wir sitzen hier in dem schönsten Straßencafé Berlins am Leopoldplatz, meine Kollegin Ulrike und ich. Ulrike hat passend zu unserem Thema der französischen Art wunderschöne Schalen mitgebracht, aus denen wir symbolisch Café au lait schlürfen werden und den tatsächlich reinscheinenden Sonnengenuss hier noch verfeinern. Wir haben uns so gefreut, eine Gelegenheit zu haben, endlich mal mit zwei Bässen unter sich zu spielen. Keine Geigen, keine Oboen in Sicht. Und dafür haben wir uns zwei französische Stücke ausgesucht, wie der Titel schon sagt, Les Délices de la Basse. Das erste, mit dem wir jetzt anfangen, ist von François Couperin das 13e Concert à deux instruments à l'unisson. Zwei Instrumente im Einklang, das werden wir Ihnen jetzt mal präsentieren. Vom Versailler Hof, quasi allerschönste hochbarocke französisch-tänzerische Musik. Thank you.
Wunderbar, sehr vielen herzlichen Dank an François Couperin, dass er dieses fröhliche Konzert für zwei Bassinstrumente geschrieben hat. Immer wieder eine Freude. Das haben wir jetzt tatsächlich in der Kombination von Barockfagott und Viola da Gamba gespielt. Für das nächste Stück muss ich jetzt mal eben etwas umbauen und dabei das Mikro im Blick behalten. Nehme ich nämlich ein anderes Fagott, das klassische, und die Ulrike spielt auf dem Cello weiter. Und darüber hinaus müssen wir uns jetzt auch noch ungefähr einen Viertelton anderen Stimmton umstellen und ich werde auch ein anderes Rohr benutzen, offensichtlich. Alles, um quasi 66 Jahre später vom Hof Ludwigs des 14. in die Pariser Innenstadt zu wechseln. François de Vienne war dort am Konservatorium tätig, unterrichtend, auch in der Militärschule. Ein Flötist und Fagottist, der ausnehmend viel schöne Kammermusik insbesondere komponiert hat, insbesondere viel für Bläser, Oboen, Flöten natürlich und Fagott. Und von dem möchten wir Ihnen auch eine Sonate spielen, die wir besonders schön finden. Thank you.
Thank you.
So, vielen herzlichen Dank auch an François de Vienne für so eine goldige Fagottsonate. Und wir hoffen, dass es Ihnen auch zu diesem frühlingshaften Aprilmittag etwas Freude bereitet hat, uns zuzuhören. Wenn es Fragen gibt, die Ihnen jetzt dringend auf dem Herzen liegen, bitte gerne in den Live-Chat schreiben. Wir sind dabei, Ulrike guckt schon rein. Und wird mir das entsprechend mitteilen und wir werden unser Bestes tun, zu antworten. Ja, also ich bin überrascht über die Fragende und falls sie noch zuguckt, herzlichen Dank. Das ist eine Freundin von mir, das hätte ich so nicht erwartet. Schöne Instrumentenkombination, sagt sie. Was ist eurer Meinung nach der größte Unterschied zwischen französischer Barockmusik und anderen Kompositionen wie Purcell oder Händel? Da möchtest du jetzt nichts zu sagen. Das ist interessant. Also beim Couperin merkt man vielleicht am deutlichsten den sehr direkten Einfluss des Barocktanzes auf die Musik, also bis auf das Prälude. Eigentlich ist das Quatsch. Die ersten beiden Sätze sind nicht wirklich besonders tanzbasiert. Das Prälude ist eher frei imitativ und das R danach eben auch gerade kein Tanz. Aber dann haben wir eine Sarabande und dann eine Chaconne, was beides Tanzformen sind. Ich glaube, das Allerauffälligste als erstes ist die Ornamentik. Also es gibt, François Couperin war ja ein Cembalist in erster Linie, Cembalist und Organist und hat sich sehr differenziert dann auch geäußert im Notentext, was für viele kleine Triller und Modente und ausgefüllte Terzen und Vorhalte und so weiter seine Musik verzieren sollten. Und da hängt dann viel dran, dass man die irgendwie gut unterbringt und das Ganze dann möglichst schön zusammensetzt. Dann ist es natürlich ja auch so, wie ich eben schon gesagt habe, dass der sich auch schon sehr für italienischen Stil interessiert hat. Und öfters versucht hat, das Ganze auch zusammenzuführen. Und wenn man jetzt pauschal sagen möchte, italienischer Stil sind dann vielleicht eher virtuoseres Passagenwerk. Und da, das merkt man dann vielleicht schon eher auch bei dem de Vienne, dass da viel mehr das mit auch reinspielt. Abgesehen davon, dass es natürlich deutlich schon klassischer Stil ist oder frühklassischer Stil von 1788, die Sonaten. Im Vergleich zu Händel und Purcell, also bei Purcell ist natürlich ganz speziell sehr oft wirklich die Harmonik sehr, sehr reich und speziell gefärbt. Und das kann man aber bei Couperin schon auch finden, wenn man in den Cembalo-Stücken guckt. Also, weiß gar nicht, Purcell zum Teil auch ein bisschen französisch mit orientiert, mit Ouvertüren und so. Also eigentlich lassen sich schon damals nicht wirklich solche Ländergrenzen ganz eindeutig ziehen, würde ich sagen. Eine zweite Frage für dich. Sind die beiden Fagotte unterschiedlich gebaut oder wie unterscheiden sie sich? Ja, auch eine sehr spannende Frage. Tatsächlich sind die Instrumente unterschiedlich gebaut. Jetzt komme ich hier natürlich ein bisschen durcheinander, die vielleicht mal beide etwas zu zeigen. Das klassische Fagott hat halt im Vergleich zum Barockfagott am offensichtlichsten erstmal. Ach so. Naja, ich kann das auch vielleicht. Willst du das Mikro halten? Perfekt. Also das hat dann hier eindeutig schon mehr Klappen dran. Entschuldigung, ist wahrscheinlich nicht ins Mikrofon gegangen. Hinten sieht man das insbesondere. Beim Barockfagott hat man eigentlich bisher nur die S-Klappe extra.
Entschuldigung, ich nehme das nochmal kurz hier. So. So, hier ist es hinter dem Notenpult. Also hier diese S-Klappe hat man extra. Beim klassischen Fagott hat man schon zwei Flügelklappen hier dran, die das höhere Register einfacher machen. Und auch eine weitere Klappe hier hinten. Aber im Prinzip sieht man dann schon, dass abgesehen davon, dass die Stimmtonhöhe insgesamt, also vorne sehen sie noch relativ ähnlich aus, die Stimmtonhöhe insgesamt gestiegen ist im Verlauf der Musikgeschichte. Und die Instrumente auch solistischer konzipiert wurden. Also das Barockfagott ist noch ein echtes Continuo-Instrument, was eher in der französischen Musik auch im höheren Register eingesetzt wird. Und das klassische Fagott ist dann auch für das symphonische Repertoire, was sich dann langsam entwickelt mit Haydn und Mozart und so weiter, geeigneter, um dann auch höhere Partien zu übernehmen und in die Tenorlage zu gehen. Haben wir noch mehr Fragen? Die Verzierungen klangen sehr gut auf dem Fagott. Freundlicher Smiley. Ja. Sind die Sonaten tatsächlich ohne Harmonieinstrument konzipiert, Cembalo, oder hat man die gewisse Freiheiten bei der Besetzung des Basso Continuo? Auch eine sehr interessante Frage. Sie kennen sich eindeutig aus. Der Couperin ist tatsächlich ohne Continuo geschrieben, das ist wirklich ein Duett. Könnte man prinzipiell, weil es ja nur für zwei Instrumente im Unisono, also gleichgestimmte Instrumente, eindeutig indiziert ist, könnte man das wahrscheinlich auch mit Diskantinstrumenten besetzen. Es ist allerdings im Bassschlüssel geschrieben. Und es gibt keine Ziffern in der zweiten Stimme. Das könnte man zwar wahrscheinlich vielleicht auch machen, aber ich glaube, da ist es schon sehr deutlich einfach ein sehr gleichberechtigtes Duett. Bei der Devien-Sonate gibt es auch eine Bassstimme ohne Ziffern. Und da, glaube ich aber, dürfte einem durchaus mehr Freiheit gegeben sein. Man kann das auch mit Continuo-Instrument, mit Tasteninstrument spielen. Das wäre dann wahrscheinlich zu der Zeit in Paris sogar noch ein Cembalo gewesen. Und dann hätte man es vielleicht auch eher auf einem späteren Barockfagott gespielt, noch als auf dem klassischen. Aber dadurch, dass keine Ziffern anwesend sind und es dann, denke ich, auch in der damaligen sich aufbauenden Hausmusikkultur durchaus verbreitet war, solche Dinge dann zur Unterhaltung selber zu spielen, da ist es dann oft naheliegender. Man hat halt kein Tasteninstrument. Und es ist tatsächlich ganz schön, wenn die Textur so offen liegt, dann, denke ich, hat auch die Bassstimmenspielerin da deutlich mehr Freiheit und gestalterischen Einfluss, als wenn es noch Akkorde dazwischen hat. Und da ist nun die Harmonie auch wirklich übersichtlich. Von daher haben wir uns gedacht, als Duett ist es mal wirklich schön. So, jetzt beantworte ich noch eine Frage zu dem freundlicherweise als Kunstwerk, aber das würde ich jetzt, da würde ich, so weit würde ich nicht gehen, was zwischen uns hängt. Ich habe während Corona wieder angefangen zu nähen und habe mir vorgenommen, dass ich bei jeder Musicbox, die ich mitmachen darf und kann, ein Patchwork teile, was ich finde, was das für mich symbolisiert. Das ist jetzt alles ein bisschen hochgestochen, aber und habe für die Chaconne Légère jetzt dieses dreiteilige Ensemble entworfen und habe mir da ein paar Gedanken gemacht mit Urteil, Mollteil und sowas. Oder man kann es auch einfach angucken als Dekoration, ohne großen Hintergedanken. Ich glaube, das reicht dann auch. Und schauen wir mal, was demnächst mir einfällt. So, das waren jetzt alle Fragen aus dem Chat. Perfekt. Dann übergebe ich dir nochmal das Mikro. Wunderbar. Also wenn jetzt nicht noch spontan wissensbegierige Fragen reinkommen oder auch einfach nur Interessefragen, dann würde ich sagen, bedanken wir uns ganz herzlich, dass Sie und ihr dabei wart. Und danke nochmal Ulrike für das wunderschöne Kunstwerk in der Tat. Und ja, Sie dürfen sich auf die nächste Musikbox freuen, am nächsten Dienstag. Genau. Dankeschön, auf Wiederhören.